Hey YouTube Cracks, willkommen hier wieder euer Mike, heute mit einem ganz neuen Spiel. Wir starten eine neue Let's Play Serie und zwar spielen wir The Order 1886, ein ja zumindest zeitbegrenztes PS4 Exklusiv Game. Ja, ich bin echt mal gespannt von Santa Monica und ich habe mich vorab gar nicht so viel über das Spiel informiert, weil ich mache das ja wie gesagt auch nicht so gerne, weil da bauen sich entweder irgendwelche zu hohen Erwartungen an das Spiel oder man ist dann immer voreingenommen, das mag ich nicht. Also ich gucke mir immer so 1-2 Trailer an und das war's dann eigentlich auch schon. Ich will auch gar nicht so viel wissen über die Geschichte und was da eigentlich alles passiert, weil dann müsste ich es ja nicht wirklich vielleicht so spielen. Und ja, aber was ich jetzt schon so nach den 1-2 Tagen, die es jetzt schon draußen ist, obwohl eigentlich offiziell kommt das heute raus, aber die ein oder anderen haben es eben schon früher zu Hause liegen, ist wohl, dass natürlich grafisch das Ding wohl eine Bombe sein soll, aber spielerisch, naja, da haben einfach Leute mehr erwartet. Und da ich mehr oder weniger unvoreingenommen an die ganze Sache rangehe, bin ich mal einfach gespannt, was uns da so erwarten wird. Ich hoffe, euch wird es ebenso gefallen. Und ich rede auch gar nicht mehr viel drum herum. Ich guck mal kurz hier. Ich habe vorhin mir das mal angucken wollen, ob das hier vom Sound und so weiter alles okay ist. Ich mache aber natürlich gleich ein neues Spiel. Was ich natürlich leider machen muss, ist hier die Musik mehr oder weniger auszuschalten, damit natürlich hier unser liebe YouTube und so weiter hier uns keine Verwarnung gibt, zwecks irgendwie hier rechtemäßig und so weiter. So, neues Spiel. Und ich glaube, jetzt kommt so ein kleines Filmchen. Das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Ich bin einfach mal still und... Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Krass, ey, wie sehen die aus, ey? Ich habe gerade erst angefangen. Was für Schweine? Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Okay, so wie es aussieht, sind wir zumindest irgendwie ein Gefangener. Komm, komm schon. Ich denke, wir werden schon noch gleich erfahren, warum und wieso. Und ich hoffe, wir können auch vielleicht hier fliehen aus dieser krassen hier, ja, Gefängnis. Weil sie scheinen es ja hier total lieb zu haben, die Leute. Komm schon. Süße Träume, Mann. Krass, nicht mal so eine Holzpritsche oder so, nur einfach nur blanker Boden. Das ist hart. Seit wir im Morgenbad, Milo. Nein, nee, nicht schon wieder. Okay, wir haben einiges mitgemacht, so wie es aussieht. Wenn der so weitermacht. Einmal ein Ritter, okay. So ist wahrscheinlich der Kapitel.
das Kapitel. Na los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, ja, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Das ist auch eine krasse Art, geweckt zu werden. Du bist ja schon so weit. Steck ihn wieder rein. Boah, hoffentlich kann ich die gleich killen, die zwei. Verdient hätten sie's. Oh, ich glaube, es geht gleich ab, das Ding. Keiner fängt. Wow, shit. Okay, also sehr Quicktime-Event basierend bis jetzt das Spiel. Jawohl, lass auf, du Schwein. Aber aussehen tut das Game schon nicht schlecht, weil ich glaube, das ist echt schon Spielgrafik. Komm schon. Das halte gedrückt. Okay, ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht die ganze Zeit nur hier so ein Quick-Event ist, weil dann wäre es schon ein bisschen ärgerlich. Und ich habe da schon da gelesen, dass es sehr viele Quick-Time-Events geben wird in dem Spiel. Jetzt bin ich mal echt gespannt. So, okay, mit dem umsehen, mit L natürlich laufen. So, dem geben wir es jetzt von hinten nochmal. Nee, können wir gar nicht, okay. Ist ja einiges an Blut, was darum liegt. Ah, die Grafik ist schon krass. Die Grafik ist schon krass. Okay, Glück gehabt, dass die uns nicht gesehen bzw. gehört haben. Okay, wir können natürlich auch rennen. Können wir hier das aufmachen? Nein. Also die Umgebung sieht bis jetzt schon echt nicht schlecht aus. Also schön schick. Weil ich kann keine Türen, gar nichts aufmachen. Ich muss einfach wahrscheinlich... Wow, wow, wow. Was war das? Fuck, ich glaube, der hat es nicht überlebt, wer immer das da ist. In dem Käfig. Jawohl, eine Pistole, Knarre und noch ein paar Patronen. Das ist doch nicht schlecht. Mit L kannst du über das Objekt sehen. Oh, cool, wenn ich den Stick, dann bewegt sich das. Das ist ja nice. Wenn ich den linken Stick bewege, dann bewegt sich mehr oder weniger meine rechte Hand und kann dann hier das Zeugs drehen. Cooles Ding. Da liegen noch jede Menge rum, oder? Waren die alle leer, oder wie? Ach, das waren leere Hülsen, die da rumliegen. Was ist mit dem hier los? Okay, der kann mir nicht mehr helfen. Verdammt, die sind wirklich leer. Oh, was? Haben die hier Zähne? Die haben denen die Zähne gezogen. Krasser Scheiß. Okay, da geht schon mal nichts. Oh, 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 komm schon. Nochmal, komm schon, nochmal. Rein mit dir, komm schon. Ich will die Dinger wieder zumachen, damit es vielleicht nicht ganz so auffällig ist, dass wir da reingekrabbelt sind. Spinnennetz, ich hasse Spinnennetz.
haben die. Wer ist da? Da ist keiner. Einfach weiterlaufen, ist alles okay. Ein ganz schön helles Licht für die damalige Zeit. Okay, man kann immerhin von Deckung zu Deckung springen. Was ist da los? Was ist denn das? Also menschlich sieht das Ding nicht aus. Wir sehen es zwar nicht genau, aber das sah nicht ganz menschlich aus, auf jeden Fall. Fängt auf jeden Fall vielversprechend an. Oh, die Details sind schon krass. In Ordnung, Mann. Gut, dass er nicht weiß, dass wir keine Uni haben. Rein. Zumachen. Aber der hat doch bestimmt eine Waffe. Komm, krall dir die Waffe, Junge. Lass uns doch erstmal rein. Nee, der hat keine Waffe. So ein Mist. Wieso läuft die Wache ohne Knarre rum? Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul. Schon gut. Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Das werden wir ja noch sehen. Bewegung. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Siehste, hab ich doch gesagt. Oh, der ist nur verletzt. So ein Shit. Ich sehe keine Munition drin. Hoho. Bitch. Wollt mich einfach abknallen. Ah, okay, verstehe. Ich muss mit dem rechten Stick. Ich habe vorhin irgendwie mit dem linken natürlich versucht, das zu machen. Oh, jawohl, komm schon. Schön die Kehle zudrücken. Lass es einfach passieren, mein Freund. Oh, der läuft ja echt schon blau an. Guckt euch das mal an, der läuft blau an. Wie krass ist das? Oh, das hat er gesehen. Oh nein. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Monsieur letzter, das war auch der erste, oder? Okay, der lässt uns gehen, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Oh, shit. Oben auf dem Dach! Ich glaube, wir werden gleich da runterspringen müssen, oder? Hopp oder top? Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte auf! Okay, ich wusste es doch. Wir springen jetzt einfach runter wahrscheinlich. Unsere letzte Chance, was sollen wir sonst tun? Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Sie vergessen, Lord Kanzler. Ganz genau, wir haben nichts zu verlieren. Oh. Fuck, der ist aber ganz schön schnell darunter geflogen. The Order. 1886. Okay, das war jetzt alles ein bisschen
Das kleine Intro, also grafisch sieht es echt Bombe aus. Spielerisch, ich glaube, da können wir noch nicht wirklich viel sagen dazu. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Cromwell Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Okay, identifiziere das Verein des Indienhaus. Vereintes Indien. Okay. Okay, und da muss ich hier Vereintes Indien. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Sieht ganz so aus. Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. So, wir können jetzt wieder hier die Waffe drehen. So, wir sind auf jeden Fall spielen das Ganze jetzt natürlich vor der Zeit, bevor wir gerade da in die Tiefe gestürzt sind. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Die Alle hat Ende. Okay, dann mal los. So, jetzt können wir uns eigentlich mal frei bewegen. Das sieht schon krass aus. Also schlecht sieht das ja schon mal nicht aus. Das ist halt richtige, das ist richtige Spielgrafik. Das sieht schon echt nicht schlecht aus. So, okay, wir müssen also irgendwie dahin. So, ich kann auf jeden Fall nicht rennen. Oh, er kann natürlich da jetzt nicht drüber. Der Schatten sieht etwas klein aus. Oh, leider auch keine Fußspuren. Na, okay. Oh, unser Gürtel leuchtet irgendwie. Okay, bin ja mal gespannt, was das zu bedeuten hat. So, okay, Spiegelbild haben wir nicht. Sind wir ein Vampir oder? What the fuck? Es kann doch nicht sein, dass es ein Fehler ist, dass man sich im Spiegel nicht sieht. Triff dich mit Igraine. Okay. Wer auch immer Igraine ist. Ist es der hier vielleicht? Mysteriöse Verschwinden in Voyage Pearl. Okay. Also wie es aussieht, scheinen wir eine Art, ja, Polizist zu sein. Okay, das ist er schon mal nicht. Das ist nicht Igraine. Nee, Türen aufmachen geht nicht. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall mal nach unten gehen. Tatsache, kein Spiegelbild. Das ist aber komisch. So, und wer ist das? Scheint wahrscheinlich auch gar nicht relevant zu sein. Okay, da steht was drin. Thompson Portrait Studio. Windham Family, 20. Juli 86. Okay. Windham Family.
Guten Tag, Sir. Das ist ja mein Haus eigentlich, oder? Eigentlich nicht, ne? Okay, wer hat hier Koffer gepackt? Wer will den hier abhauen? Wachszylinder enthalten eine aufgezeichnete Audio-Nachricht. Drücke Options und wähle Archiv. Okay. Es geschah in den Tagen des Uta Pendragon, als er König von ganz England war und Aldar regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uta diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau, und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr, und er fiel in Liebe zu ihr, und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Okay, also das ist die gute Igraine, die wir jetzt suchen. Ich bin mal gespannt, okay. Wir wollten ja nach unten gehen. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Wir können hier herüberspringen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall ein gemütlicher Einstieg in das Spiel, in die Spielwelt, in die Geschichte. Ich denke, da wird sich schon ein bisschen mehr tun. Und wenn es so bleibt, wäre es vielleicht ein bisschen schlaftablettenmäßig. Aber lassen wir uns mal überraschen, wollen wir nicht gleich urteilen. So, jetzt musst du da runterspringen. Komm schon. Geht doch. Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Nun gut. Hier gibt's sonst... Ja gut, ich könnte natürlich auch da hinten rumlaufen. So, jetzt gucken wir mal, was ist denn das hier? Was liegt denn da? Kann ich die Mülltonne? Ne, da liegt ein Schreiben oder ein Stück. The Luminous City. Ne, da steht sonst nichts. The Ring of the Nibelung. Richard Wagner. Wahrscheinlich ein Konzert, einfach nur ein Prospekt. Ich glaube, der bringt uns hier nicht wirklich weiter. Gut, man kann auf jeden Fall nicht mit den mit Türen interagieren, zumindest nicht mit allen, die man sich vielleicht gern angucken würde. Es ist also nicht so eine freie Welt. What? Wo ist ein Pferd? Hier drin ist ein Pferd. Kann ich hier reinlaufen? Sieht ja fast nicht so aus, weil die natürlich hier den Weg versperren. Okay, da können wir nicht rein. Hier steht ein Schild. Kann ich da was lesen? Letters. Okay, Briefe. Vielleicht eine Postannahmestelle oder irgendwas. Okay. Das ist einfach eine Einkaufsstraße. Oh, okay.
krasses Ding. Aber ich kann da irgendwie jetzt so auch nichts weitermachen. Okay, das ist einfach... Komischerweise liegt es da, aber es sagt mir jetzt momentan nichts. Nichts weiter. Und aufnehmen kann man die Sachen ja auch nicht. Galahad, Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Easy. Würdest du nie tun. Easy heißt die Gute. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Das werden wir noch sehen. Ja. Egrain, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Vereintes Indien. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen hier den ersten Cut. Ja, also bis jetzt, glaube, da können wir nur alle zustimmen. Grafisch sieht das Ding echt nice aus. Alles sehr schön smooth, alles schön abgerundet. Macht schon was sehr. Spielerisch können wir wohl noch nicht wirklich viel sagen. Ich meine, es war jetzt knappe halbe Stunde. Viel ist nicht passiert. Ich bin natürlich gespannt, ob das mit diesen ganzen Quicktime-Events, ob das irgendwie, ja, also wie dann die Verteilung zwischen Quicktime-Event und das selber steuern und selber auch mal, weiß nicht, interagieren und nicht immer über Button gedrücke, bin ich echt gespannt, weil wenn es natürlich da zu viel ist, ist es auch nicht so toll. Und ja, die Story bin ich mal gespannt, könnte ja durchaus werden. Lassen wir uns einfach überraschen. Euch wie immer danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Video ein. Das gibt es nämlich schon morgen. Und am Sonntag kommt noch ein Video und dann geht das Ganze in seinen normalen Rhythmus. Das heißt, montags, mittwochs und freitags jeweils eine neue Folge The Order. Und damit bis zum nächsten Mal. Yay, yeah, yay! Yeah.